Harnblasenkrebs ist eine häufige Erkrankung, die vor allem durch Stoffe ausgelöst wird, die eingeatmet werden, wie beispielsweise Rauchen oder auch bei Lackieren und Malern als Berufserkrankung anerkannt ist. Blasenkrebs ist eine Krebserkrankung, die die Harnblasenschleimhaut befällt und grundsätzlich alles, was mit Blasenschleimhaut ausgekleidet ist, also auch das Nierenbecken und den Harnleiter befallen kann. Oberflächliche Harnblasentumore werden endoskopisch abgetragen. Sobald tiefere Schichten der Harnblasenwand befallen ist, also die Blasenmuskulatur beispielsweise, muss die komplette Harnblase entfernt werden. Die einfachste Form ist, die Harnleiter über die Bauchdecke auszunähen. Das ist eine sogenannte inkontinente Harnableitung. Das heißt, der Urin wird anschließend in einen künstlichen Ausgang, in einen Beutel gesammelt. Die zweite Möglichkeit ist, eine neue Harnblase zu konstruieren aus Dünndarm. Das heißt, es wird ein kompletter neuer Harnblasenersatz über die Harnröhre angeschlossen und die Harnleiter dort eingenäht. Und die dritte Möglichkeit ist ein sogenannter Pouch, das heißt ein Reservoir aus Dünndarm, der anschließend mit einem Katheter abkatheterisiert werden kann, üblicherweise als Zugang über den Bauchnabel.